Endlich geht das Ding jetzt dann wieder, weil kaum ist kaputt, wohin soll ich faxen? Herr Borosenheim-Apparat Stockel, grüß Gott. Ja, wo? Güterweg in Lusbach, wo ist es? In der Nähe von der Falknerei Klausberger. Ist recht, bitte fassen Sie nichts an, wir kommen. Ja, wiederhören. Und Sie haben es jetzt dann? Ja, ich steck's mal an und dann soll es gehen. Ist recht. Hartl, bring mal fein nichts durcheinander. Ich räum's bloß weg, dass wir frühstücken können. Ja, aber ich hab's mir extra hergerichtet, da darf nichts verloren gehen. Das ist etwa was Wichtiges. Ja, freilich. Kostenaufstellung für das Jahresbudget von der Musikakademie. Ausgaben, Einnahmen, die ganzen Künstlerhonorare. Hat sich gescheit was zusammenkommen bei den Künstlern. Ja, was glaubst du? Aber wir sind heuer gut im Plus. Ein Wunder bei der Finanzministerin. Grüß dich, Michi. Was gibt's? Ein Leich. Ja, da in der Nähe von der Falknerei Klausberger, ja. Ja, weil ich noch nicht gefrühstückt hab, Herrschaft. Ich bin auf dem Weg. Du, hoffentlich ist das nicht der Klausberger selber. Kennst du ihn nicht mehr? Ja, freilich, das ist einer der wichtigsten Sponsoren von der Musikakademie. Dann hoffen wir mal, dass der weiter sponsert. Bald weiß ich's. Gut, Ende, danke, servus. Einen wunderschönen guten Morgen, die Herren. Morgen, Michi. Haben wir schon was? Eigentlich haben wir schon was. Unser Opfer ist Johannes Klausberger, Besitzer von der gleichnamigen Falknerei. Das heißt, er hat nicht nur einen Vogel gehabt. Schlechter Scherz, ganz schlechter Scherz. Jawohl. Aber einen Vogel, den hat er dabei gehabt. Aber der ist ausgeflogen, wie es aussieht. Ja, schaut ganz so aus. Deswegen haben wir ihn auch noch nicht gefunden. Was wir aber gefunden haben, ist das Handy vom Toten. War aber ausgeschaltet, deswegen schon bei der KTU. Und wer hat ihn gefunden? Ja, eine Schulklasse, die waren auf Wandertag. Und wer hat das Opfer erkannt? Die Lehrerin von dieser Schulklasse, die Frau Bankhofer, die kennt sich ein bisschen aus mit Vögeln und war schon öfter in der Falknerei. Und Lehrerin und die Kinder, wo sind die jetzt? Ja. Würstel essen, Schock verdauen, ein Eis kriegen sie auch nur die Kinder. Ah ja. Entschuldigung. Danke. Ja, moin. Oh, Dr. Eckstein. Guten Morgen. Wünsche ich auch. Guten Morgen. Haben wir schon was? Ja, der Klausberger wurde erschossen. In die Brust. Wahrscheinlich mit einem Gewehr. Wann? Ziemlich genau vor anderthalb Stunden. Also etwa um 9 Uhr früh. Ne? Mhm. Von wo aus könnte denn geschossen worden sein? So genau lässt sich das leider nicht bestimmen. Na gut, vielleicht findet ja die Spurensicherung noch was. Mhm. Herr 80er? Ja. Und dass er vielleicht umgedreht wurde? Also ja, das Opfer heißt laut Herrn Mohr Klausberger Johannes, Besitzer der gleichnamigen Falknerei. Klausberger Johannes. Und der Orangensaft. Danke. Kugel in der Brust. Danke, Herr Hart. Ja, ganz wie Sie befürchtet haben, Frau Hofer. Aber dass es ausgerechnet einen unserer wichtigsten Sponsoren abtreffen müssen. Entsetzlich. Dabei war der Herr Klausberger doch so ein engagierter Mensch und großzügig noch dazu, wobei er heuer noch gar nicht überwiesen hat. Blöd. Also, das ist jetzt ganz schlecht für unsere Musikakademie. Das heißt ja ein Riesenloch in unser Budget. Ja, und das wir irgendwie stopfen müssen. Außer wir finden auf die Schnelle einen neuen Sponsor. Sie, hat uns nicht die Frau Stuckel für so eine Veranstaltung von der Musikakademie nicht schon mal so eine Liste zusammengestellt? Richtig, mit den Rosenheimer Prominenten. Genau, das wäre doch gelacht, wenn da nicht irgendwer was springen lässt. Auf. Prost. Ja? Morgen, Frau Stuckel. Ui, Herr Seitz, heute sind Sie aber spät dran. Ja, erst haben Sie mich zugepackt, dann stand ich auch noch im Stau. Aber wissen Sie, die Liste mit den Materialeinkäufen muss unbedingt vor 10 Uhr per Fax nach München kommen. Ja, das ist kein Problem, das wird erledigt. Danke, Frau Stockel. Weil als Vertreter von Frau Ortmann will ich natürlich genauso pünktlich sein wie Sie. Ja, und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil die Frau Ortmann, die war immer pünktlich. Eben, Frau Stockel, eben. Ja. Ach so. Danke. Bitte. Tschüss. Hartl, mein Name ist Krippe Rosenheim, mein Kollege, der Herr Hansen. Guten Tag. Und das wäre Herr Mohr. Ist gut. Ja, und Sie wären? Sandra Holzinger. Bin hier die Falknermeisterin. Sauber. Also, beeindruckend. Ist was mit meinem Chef? Wir kennen uns da drauf. Weil der Aaron gerade zurückgekommen ist.
Der Aaron ist er. Ja, genau. Gott sei Dank, weil er ist einer unserer wertvollsten Vögel. Der Chef war in der Früh mit ihm trainieren und sollte eigentlich schon längst wieder da sein. Ja, Ihr Chef wird heute leider nicht mehr zurückkommen. Wie es ausschaut, haben wir eine schlechte Nachricht für Sie, Frau Holzinger. Frau Stock. Jetzt geht das dumme Ding schon wieder nicht. Das gibt's doch überhaupt nicht. Probleme? Technik. Herr 80er, was machen Sie schon so früh da? Na ja, die Besprechung hat halt nicht so lange gedauert. Folgendes, ich brauche jetzt ganz dringend für die Frau Hofer die Prominentenliste, die Sie zusammengestellt haben. Braucht es die Frau Hofer gleich? Ja. Wir brauchen ja jetzt einen neuen Sponsor. Ah ja, und die Frau Hofer schaut doch gleich vorbei. Alles klar. Und Sie sollen noch kurz zu mir ins Büro kommen. Mit der Liste? Ja, natürlich. Ach, wo habe ich die jetzt wieder abgelegt? Herr Seitz? Ich habe vorhin mit München telefoniert. Grüß Gott. Und dann ist die Frage aufgetaucht, ob wir die Materialliste schon rausgeschickt haben. Ja, Herr 80er, das haben wir alles pünktlich erledigt. Sehr schön. Genauso, wie wir es gewohnt sind von Ihnen. Und genauso, wie es sein soll. Holzinger, wann haben Sie Ihren Chef zuletzt gesehen? Gestern am späten Nachmittag. Und heute Morgen? Da ist er ganz früh raus. Zum Güterweg Losbach. Das war sein Lieblingsplatz. Der Lieblingsplatz, wir hatten alle davor gewusst. Gott und die Welt. Er war auch mit vielen Kunden dort. Also mit Leuten, die bei ihm Vögel kaufen wollten? Ja. Hauptsächlich Falken aus unserer Eigenzucht. Und Sie züchten bloß Falken? Na, wir haben auch Adler, Geier und Steinkreuze. Aber der Schwerpunkt liegt in der Falkenzucht. Mhm. Und wie viele Vögel haben Sie hier insgesamt? Zurzeit sind es 56. Nicht schlecht. Frau Holzinger, wir gehen davon aus, dass Ihr Chef das Team aufgelauert worden ist von unserem Täter am Waldrand. Haben Sie eine Ahnung, wer dafür in Frage kommen könnte? Ja, am ehesten noch jemand von Hund und Katz. Sie meinen den Tierschutzverein? Ja, genau. Und der Schlimmste ist der Vorsitzende. Oliver Krenner, das ist ein Fanatiker. Ah, und dieser Herr Krenner, was hat er dir gegen Ihren Chef? Ja, so ziemlich alles. Die Falkenzucht, die Vogelschau, die machen eigentlich gar nichts recht. Und dann hat er meinen Chef auch noch als grausamen Tierquäler hingestellt. Frau Holzinger, wer ist denn das? Die Frau vom Chef. Ah, ja. Machen Sie hier weiter, dann kann ich schon mal, ja, ist recht. Frau Klausberger. Was macht denn die Polizei bei uns? Ist etwas passiert? Guten Tag, Hansen, mein Name ist Kripo Rosenheim. Es geht um Ihren Mann. Was ist mit ihm? Ich habe leider eine traurige Nachricht für Sie. Ihr Schaffzeiten ist doch unglaublich. Ja, grüß Gott, Kripo Rosenheim, Stockel am Apparat. Ja, ganz genau. Es war jemand von Ihnen heute da, der mein Fax repariert hat. Aber jetzt ist schon wieder kaputt. Ja, bitte schicken schnell jemanden vorbei. Ist wichtig. Ja, danke. Wiederhören. Aber ja, da geht's ja ganz schön rund. Ja, ein Mord, ein kaputtes Fax. Und dann habe ich noch ganz vergessen, wo ich die Liste von den Prominenten im Computer abgelegt habe. Aber ich hab's Gott sei Dank noch gefunden. Mei, und dass wir auch noch Stress machen, das hat einer wahrscheinlich gerade noch gefällt. Ja, aber da kennen Sie doch nichts dafür, wenn der Sponsor erschossen wird. Noch dazu, wo auf der Prominentenliste steht. Ah, wunderbar, danke. Dann werden wir mal schauen, ob sich einer von denen nicht spendabel zeigt. Ja, Sie sollen nur zum Herrn 80er kommen. Ja, da wollte ich sowieso gerade hin. Ein schöner Doc noch. Ja, danke. Ihnen auch. Puh. Frau Klausberger, welchen Eindruck hat Ihr Mann heute früh auf Sie gemacht? Gar keinen, weil er nachts nicht zu Hause war. Das heißt, er hat auswärts übernachtet? Hier in der Falknerei. Das hat er immer gemacht, wenn es später geworden ist. Und gestern ist es später geworden? Jagdvereinssitzung. Da geht's meistens ziemlich rund. Ihr Mann war also im Jagdverein. Dann haben Sie ja bestimmt ein Gewehr im Haus. Gleich mehrere. Und sein neuestes hat er gestern zum Herzeigen mit zur Sitzung genommen. Ganz sicher? Wollen Sie sich vielleicht setzen? Ja. Ja, ich habe gesehen, wie er es in den Wagen gelegt hat. Und war er da gestern mit dem Kastenwagen unterwegs? Ja, mit dem fährt er auch gern privat. Frau Klausberger, können Sie sich vorstellen, dass Ihrem Mann jemand etwas antun wollte? Ja. Oliver Krenner. Vom Tierschutzverein Hund und Katz. Dem traue ich so ziemlich alles zu. Ah ja, von dem habe ich schon gehört. Gibt's da sonst noch jemanden? Nein. Mein Mann war überall sehr beliebt. Wie war denn das Verhältnis zwischen Ihnen beiden? Ausgezeichnet. Warum fragen Sie? Das ist reine Routine.
Heute früh gegen, sagen wir, 9 Uhr. Wo sind Sie denn da gewesen? Zu Hause. Von dort aus arbeite ich für eine Steuerkanzlei und daneben erledige ich die Buchhaltung für meinen Mann. Und ist da heute früh außer Ihnen sonst noch jemand gewesen? Nein, ich war allein. Was haben Sie da gemacht? Schreibarbeiten. 2, 3 Telefonate. Ah ja. Da bräuchte ich natürlich die Namen, die Telefonnummern und die Adressen. Ne? Außerdem wird ein Kollege vorbeikommen und die Schusswaffen von Ihrem Mann abholen. Ja, natürlich. Kein Problem. Danke. Und Herr Chef, wie war der so? Schwer in Ordnung. Ich habe mich gut mit ihm verstanden. Und seit wann arbeiten Sie schon da? Inzwischen das 5. Jahr. Und außer Erna und dem Tierpfleger noch wie anders? Nur wenn gerade viel Arbeit ansteht. Ansonsten hat der Chef selbst mit angepackt. Ja, jetzt müsste die Sie noch fragen, wo Sie heute in der Früh um 9 gewesen sind. Daheim beim Frühstücken? Gab es dafür Zeug? Nein. Das hilft uns jetzt nicht aber wirklich weiter. Darf ich jetzt da weiterarbeiten oder wollen Sie? Nein, Sie dürfen. Bloß eine Frage noch. Dieser Tierschutzverein Hund und Katz, wissen Sie, wo die ihr Büro haben? Ja, gleich am Anfang von der Markartstraße. Das 2. oder 3. Haus. Gut, dann. Dankeschön. Und den Gurten. Das sind natürlich alle schon sehr bekannte Namen. Naja, wir sind sie ja auch prominent. Fragt sich bloß, wer von denen in die Fußstapfen eines ermordeten Falkners treten mag. Entweder einer oder mehrere. Und die müssten die Musikakademie natürlich schon mit einer stattlichen Summe sponsern. Allerdings. Ja, da haben wir einen Bankdirektor, deine Galeristen und hier einen Autohändler. Und jede Menge andere, die alle nicht zum Kreis unserer Sponsoren gehören. Eben, und die müssen wir halt einfach alle kontaktieren. Sehr gut, machen Sie das. Ja, na, das schaffe ich schon rein zeitlich nicht. Gut, 2 Drittel Sie, 1 Drittel ich. Warum nicht halbe, halbe? Ja, wie viel sind es? 40 sind es. 40? Ich nehme gleich die ersten 20. Hm? Ja, gut, dann nehme ich halt den Rest. Wunderbar, dann fahre ich jetzt heim und ruf gleich einmal alle durch. Sehr gut, na, hoffentlich beißt deiner Arm. Ach, ganz bestimmt, für gut. Ja, wiederschön. 80er? Ach, Herr 80er, hören Sie, Journalistin vom Rosenheimer Tagblatt wäre am Apparat. Aha, und was will die von mir? Naja, die werden wahrscheinlich Wind bekommen haben vom Mord an Klausberger und möchten darüber einen Bericht schreiben. Ja, dann wissen die wahrscheinlich auch, dass der Herr Klausberger ein bedeutender Sponsor der Musikakademie war. Ja, und jetzt möchten sie natürlich wissen, wie Sie darüber denken, weil Sie sind ja der Vorsitzende von der Musikakademie. Mhm. Wissen Sie was? Sagen Sie doch, Sie sollen in 10 Minuten nochmal anrufen. Frau Klausberger hat erstaunlich gelassen auf den Tod ihres Mannes reagiert. Vielleicht war die Ehe doch nicht so harmonisch, wie sie erzählt hat. Ja, logisch, der hat früh gearbeitet. Ja, aber verdient hat er auch nicht schlecht damit, was? Das geht uns laut sagen, Herr Hansen. Habt ihr gewusst, dass die in Saudi-Arabien bis zu 30.000 Euro für so einen Vogel zahlen? Von wem hast du das? Ja, vom Hubert, vom Tierpfleger. Und der Aaron, das ist ganz ein besonders edler Vogel. Weißt du, wie viele Vögel die da verkauft haben? Nein, es ist so. Hier haben sie 5 sogenannte Brutpaare. Und pro Brutpaar kommen im Jahr so 4 bis 5 kleine Vögel. Also sagen wir 20. Ja, genau. 20 Jungvögel. Wenn da jeder 30.000 Euro bringt, dann sind das stolze 600.000 Euro jährlich. Kann man ganz gut davon leben. Jetzt frage ich mich bloß, was die Tierschützer da stört. Dann fahren wir hin und fragen was. Gute Idee. Und Sie überprüfen bitte inzwischen die Alibis von Frau Klausberger und Frau Holzinger. Ja, kannst du sparen? Die Holzinger hat kein Alibi. Aha, gut. Aber du sagst, der Stockel, sie soll ja mal den Tierschutzverein überprüfen. Oder so. Wiedersehen. Hartl? Herr Hartl, 80er hier. Sagen Sie mal, beim verstorbenen Johannes Klausberger haben sich da irgendwelche Auffälligkeiten gezeigt? Eigentlich bloß, dass er recht tüchtiger und recht erfolgreicher Geschäftsmann gewesen ist. Na ja, das denke ich mir, sonst hätte er kaum die Musikakademie so hoch sponsern können. Ja, und Tierschützer haben sie mit ihm angelegt. Naja, also damit werden ja wohl alle zu kämpfen haben, die Tiere zur Schau stellen. Und privat, wie hat's da ausgeschaut? Schaut aus, als ob alles in Ordnung ist. Wunderbar. Ja, das war auch alles, was ich wissen wollte. Danke, Herr Adler. Ja, gern geschehen, ist recht, wiederhören. Ja? Grüß dich, Stockl. Servus, Michi. Stockl, 2 Sachen. Könntest du bitte beim Telefonanbieter anrufen? Ja, mach ich. Danke. Und könntest du bitte in das Internet hineingehen und schauen, was da so über Hund und Katz steht? Hund und Katz. Hund und Katz. Das ist dieser Tierschutzverein, der so furchtbar gegen das Mordopfer gewettert hat. Voilà.
Merci. Aha, bonjour. Grüß Sie, Herr Seitz. Wie geht's Ihnen denn? Geht so. München hat angerufen. Angeblich ist das Fax noch nicht angekommen. Ja, womit ich München recht geben muss, weil das Fax spinnt wieder. Na toll. Die haben natürlich sofort gemeint, dass Sie so eine Unpünktlichkeit von Frau Ortmann nicht gewohnt sind. Ja, aber wenn die Technik versagt, kann ich keine Wunder erwirken. Haben Sie es schon mal mit Stecker raus, Stecker rein probiert? Also, das hat mich schon sehr wundert, Stecker raus, Stecker rein. Nein, nein, das funktioniert fast immer. Gib mir einen Apparat, Stockel, grüß Gott. Hartl, ja? Ja, über Hund und Katz kann ich dir was sagen. Bleib mal dran, Michi, pst. Jo. Hartl? Ja, Vereinsvorstand ist der Oliver Krenner. Ja. Ist gerade da. Ja, gemeinnütziger Verein. Ja, ich stockel das mit den Aktionen und Kampagnen, das kannst du später verzeihen. Vor 8 Jahren gegründet. Gut, merci dann den Rest im Präsidium, gell? Servus. Sie waren aber schnell. Die Abkürzung kennen Sie nicht, gell? Diese Eingeborenen, also. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, gerne. Ja, komm doch einfach zur nächsten Sitzung und dann sprechen wir die Aktionen ab, ja? Gut, ja, bis dann. Hallo. Tag. Ich nehme mal an, Sie wollen die Kampagne gegen die Falknerei Klausberger unterschreiben. Ja, keine Tiertransporte. Tag. Freiheit für die Falken. Das klingt ja nach Folter. Ja, natürlich. Und ob? Oder wollen Sie auf einem Holzpflock sitzen, stundenlang, angekettet, mit einer Haube über dem Kopf? Nee, möchte ich nicht. Hansen, mein Name, Kripo Rosenheim. Hartl, Sie sind? Oliver Krenner, Vorsitzender von Hund und Katz. Hat Sie der Klausberger geschickt? Wäre nicht das erste Mal. Herr Krenner, der Herr Klausberger schickt Ihnen niemand mehr. Er ist nämlich heute früh tot aufgefunden worden. Tot? Jemand hat ihn erschossen. Ja, und dann kommen Sie gleich zu mir? Ja, er war ja sowas wie Ihr Lieblingsgegner. Ja, was den Umgang mit Tieren angeht, ja, da mache ich auch kein Geheimnis draus, aber Entschuldigung, deshalb bringe ich doch keinen um. Na, ob das heute noch was wird, Stecker raus, Stecker rein. Ja, scheint zu funktionieren. Sag ich doch, Stecker raus, Stecker rein. Und das Fax ist jetzt gleich in München. Höchste Zeit. Ja, bis jetzt. Bespickt. Danke. Frau Stottel, vielen herzlichen Dank. Ja, kein Problem. Wiederschauen. Das wird dir nicht. Ah, Michi, schau. Und gerade ist die E-Mail von der Frau des Mordopfers gekommen. Sauber, Zeit ist vorhanden. Aha. 3 Nummern, mit denen es telefoniert hat. Ja, was der Anbieter auch bestätigt hat. Und ich habe den Auftrag erteilt, das Ganze zu lokalisieren. Wieso? Das wissen wir ja, im Büro ist gewesen. Na, das muss nicht sein. Mit einer Rufumleitung kannst du von überall aus telefonieren. Herr Rosenheimer, Apparat Stockel, grüß Gott. Ah, Rosenheimer Tagblatt. Ja, wegen dem Interview mit Herrn 80er. Ja, ich verbinde. Nein, dann weißt du, so spontane Interviews, für mich wäre das für nichts. Für mich auch nicht. Ich glaube, ich würde kein Wort rauskriegen. Ja, wann soll denn der Artikel erscheinen? Ach, morgen schon. Na, na, es passt, wunderbar. Ja, also, kurz gesagt. Herr Klausberger hatte nicht nur ein Herz für seine Vögel, sondern auch und im Besonderen für unsere Musikakademie. Ohne sein finanzielles und persönliches Engagement wäre die Musikakademie nicht auf dem Stand, auf dem sie heute ist. Er war eine bedeutende Persönlichkeit und sein tragischer Tod macht uns natürlich alle sehr betroffen. Ja, natürlich dürfen Sie mich zitieren. Auf der Titelseite? Ja, wunderbar. Gut, danke. Wiederhören. Ja, gegen die Falknerei von Klausberger haben wir immer wieder protestiert. Wer hat denn darauf reagiert? Ja, zuerst einmal mit Ignoranz. Dann hat er alles dementiert. Und zuletzt hat der Wahnsinnige uns nur mit Klagen eingedeckt. Und deswegen hat er gegen Sie geklagt? Verleumdung, üble Nachrede, Geschäftsschädigung. Irgendeinen Grund werden Sie ihm doch schon geliefert haben. Ja, das war so. Ein befreundeter Tierschützer hat uns einen Tipp gegeben. Welchen Tipp denn? Dass der Klausberger aus dem Ausland Falkeneier reingeschmuggelt hat. Und wie kommt man im Ausland zu Falkeneier? Ja, indem man Leute in die freie Natur schickt, die wilden Nester aufspürt und die Eier einfach klaut. Was natürlich strengstens verboten ist. Ja, bei uns wird es bestimmt Länder geben, wo es ein bisschen lockerer gehandhabt wird. Ganz bestimmt. Und die gestohlenen Eier werden über die Grenze hereingeschmuggelt und hier bebrütet. Ja, und die entstandenen Jungvögel dann mit falschen Papieren als eigene Züchtung ausgegeben. Um sie dann wieder möglichst teuer zu verkaufen. Zum Beispiel nach Saudi-Arabien. Ja, genau. Und diesen Verdacht haben wir in sozialen Netzwerken im Internet gepostet. Und
deswegen hat der Klausberger sie verklagt. Reine Einschüchterungstaktik. Unsere Anwälte sagen, damit kommt er niemals durch. Ja, jetzt nimmer. Herr Krenner, sagen Sie uns bitte, wo Sie heute früh um 9 Uhr gewesen sind. Im Konferenzzimmer. Naturwissenschaftliches Gymnasium, Rennerstraße. Ich unterrichte Biologie und darf mich vorbereiten. Kann das jemand bestätigen? Ja, sicher. Meine Kollegen. Grundsätzlich wäre es also an einem Sponsoring interessiert. Jetzt gerade geht's aber nicht. Aha, ja, sehr schade, Herr Direktor. Ihnen auch. Auf Wiederhören. Das darf doch nicht wahr sein. Eine Absage nach der anderen. Hofer? Autohaus Nussbaumer? Herr Nussbaumer, ja, Sie persönlich, wie... Ah, Ihre Sekretärin hat schon mit Ihnen gesprochen. Ein Treffen in einer halben Stunde? Na, na, ich mein, ja, sehr gern. Was halten Sie vom Times Square? Wunderbar, bis gleich. Ausgerechnet der Nussbaumer, der Schmierlappen. Super, dass ihr euch erwischt. Herkommen. Ja, hast du etwa was Neues? Hallo. Alles? Erstens einmal überprüft der Handybetreiber gerade die magnetischen Telefonkontakte von der Frau Klausberger. Und zweitens, okay, ist gestern bei der Jagdvereinssitzung ziemlich viel gebüschelt worden. Ja, was? Gesoffen. Gebechert. Gebechert. Und deswegen ist der Herr Klausberger auch nicht mehr selber nach Hause gefahren. Das war das Taxi oder hat ihn der mitgenommen? Er ist abgeholt worden. Aber offenbar nicht von seiner Ehefrau, weil laut ihrer Aussage hat er nicht zu Hause übernachtet. Die KTU sagt, er hat auf seinem Handy im späteren Abend nur mehr eine Telefonnummer gehabt. Was war welche? Von seiner Assistentin. Von Sandra Holzinger. Ich könnte es nicht schöner sagen. Da schon her. Würsteln. Prost. Herr Nussbaumer, ich grüße Sie. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, Ihre Zeit ist kostbar. Naja, Autos sind ja nicht alles. Und Sie haben im Stadtrat ja auch immer ein offenes Ohr. Aber Sie sind noch nie mit einem Anliegen zu mir gekommen. Das hole ich bestimmt noch nach. Es kann ja sein, dass wir in nächster Zeit ohnehin öfter zusammenkommen. Das wäre natürlich fein. Für mich auch, Frau Hofer. Sehr fein sogar. Sie suchen also einen Sponsor? Ja, genau. Für die Musikakademie, die sich in den letzten Jahren ganz, ganz toll, geradezu phänomenal entwickelt hat. Ich muss gestehen, ich habe das gar nicht so mitbekommen. Wir haben regen Zuspruch und unsere öffentlichen Auftritte sind sehr, sehr beliebt. Da habe ich wohl eindeutig Nachholbedarf. Da kann ich Ihnen ja gleich einmal fürs nächste Konzert eine Karte reservieren. Natürlich umsonst. Rams? Ja. Also, wenn Sie mich begleiten, sehr gerne. Sie? Vielen Dank. Klausberger und die Holzinger, die haben ein Verhältnis gehabt. Das hat der ganze Jagdverein gewusst. Ist da was dran? Ja, freilich. Der Vereinsobmann, der Hupsi Cheppi, der hat's erwischt im Flagranti. Mhm. Da hat uns die Falknermeisterin angelogen. Und unsere trauernde Witwe kann uns verschwiegen haben, dass ihr Mann auf die Schliche gekommen ist. Dann hat sie ein Motiv. Das sieht mir schwer nach Arbeitsteilung aus, Herr Kollege. Na, dann nehme ich die Witwe. Umso besser, dann nehme ich die Falknermeisterin. Und wenn ich mich? Hartl? Die Tierschützer, die haben mit unserem Mordopfer ein Gerichtsverfahren am Laufen. Da bräuchten wir den aktuellen Stand der Dinge, Herr Mohr. Was ist das? Michi, das Alibi von dem Tierschützer, von dem Krenner, gehört überprüft. Ja, nochmal zum Mitschreiben. Gerichtsverfahren, Stand der Dinge, Alibi, sonst noch was? Ja, wollen Sie noch mehr? Das war's. Gut, merci, ruf uns weiter. Servus. Betrugsdezernat, es gibt wohl einen regen Internethandel mit gestohlenen Falkeneier. Das war ja eigentlich anzunehmen. Und unser Mordopfer, der Klausberger, hat da wohl tüchtig mitgemischt. Aha, dann könnte sich der Verdacht der Tierschützer über seine illegalen Machenschaften bestätigen. Schaut ganz so aus. Das einzige Problem ist jetzt... Ja, aber Sie haben mir doch versichert, dass beim Herrn Klausberger alles in bester Ordnung ist. Ja, aber es kann schon sein, dass er nicht ganz sauber war. Also auf mich hat der Herr Klausberger immer ausgesprochen solide und integer gewirkt. Bestimmt. Aber es deutet schon auch einiges darauf hin, dass er ein rechter Haderlump war. Haderlump? Also das höre ich jetzt gar nicht gern. Gerade habe ich ihn vor der Presse weit über den grünen Klee gelobt. Noch ist er nichts bewiesen, Herr 80er. Ne? Das gelingt uns bestimmt auch nur mit einer Hausdurchsuchung. Die wird uns auch im Mordfall sehr weiterbringen. Gut, da fackeln wir auch gar nicht lang rum. Ich kümmere mich um die Formalitäten. Meine Herren. Danke, wiederschön. Der Herr Mohr soll auch noch die Falknerei mit der Spuse durchsuchen. Ja, ist recht. Das
Dessert, ein dritter Kaffee. Danke. Ja, damit in der Musikakademie alles funktioniert, sind wir natürlich auf großzügige Sponsoren angewiesen. Da hätten Sie an mich gedacht. Ja, aber ehrlich gesagt nicht nur als einmalige Gelegenheit. Sie suchen wen für eine längerfristige Beziehung? Ja, genau. Sie würden damit enorm viel bewegen, weil wir gerade den Jungen so viele Möglichkeiten bieten. Und mein eigener Horizont würde sich dabei natürlich auch erweitern. Nicht nur der musikalische. Näheres müsste man dann natürlich auch noch mit unserem Vorsitzenden, dem Herrn 80er, besprechen. Ja, sehr gerne. Das macht jetzt Sinn, wenn ich mich auch wirklich für das Sponsoring entschieden habe. Selbstverständlich. Falls Sie noch irgendwelche Informationen brauchen? Lassen Sie mich einfach ein wenig drüber nachdenken. Freilich. Und wenn es dann noch Fragen gibt? Könnten wir die ja bei einem netten Abendessen besprechen. Das klingt gut. Ich bin übrigens der Harald. Ah, grüß Gott. Und ich die Marie. Ja? Frau Stockel, Folgendes. Ich habe jetzt die ganze Zeit vergeblich versucht, den Chefredakteur vom Tagblatt zu erreichen. Wenn er sich meldet, so sagen Sie ihm bitte, er soll unbedingt meinen Nachruf zurückziehen. Den es zum Mord von Klausberg gegeben haben Sie? Ja, so ist es. Ich habe ihn in den höchsten Tönen gelobt. Und jetzt besteht der Verdacht, dass er in kriminelle Machenschaften verwickelt war. Herr Klausberger? So ist es, ja. Und wenn das publik wird, könnte es ein bisschen peinlich werden für mich. Das wollen wir natürlich nicht. Ich werde mich sofort darum kümmern. Sehr schön. Vielen Dank, Frau Stockel. Gerne. Ah, Frau Holzinger. Tut mir leid, ich habe jetzt wirklich keine Zeit für Sie. Ja, die werden Sie sich leider nehmen müssen, die Zeit, ne? Sie haben uns nämlich etwas Wichtiges verschwiegen. Ach ja, und was soll das gewesen sein? Ihr besonderes Verhältnis zu Ihrem Chef? Ja, mehrere Zeugen haben uns berichtet, dass Sie eine Affäre mit ihm hatten. Affäre. Liebesbeziehung trifft's wohl besser. Diese Liebesbeziehung, wann hat denn die begonnen? Wir haben uns ja schon immer gut verstanden. Und vor 10 Monaten ist dann passiert. Passiert? Vielleicht haben Sie auch ein bisschen nachgeholfen, hm? Was soll denn das heißen? Naja, Ihr Chef war ein erfolgreicher Geschäftsmann, hatte nicht gerade wenig Geld. Ach, und darauf habe ich's abgesehen. Natürlich, er hat das durchschaut, wollte sich von ihm trennen, Sie haben das nicht verkraftet. Und deswegen habe ich ihn erschossen. Sehr schön ausgedacht. Nur leider völlig aus der Luft gegriffen. Na gut, die Kollegen von der Spurensicherung werden gleich da sein und sich alles ganz genau ansehen. Und dann schauen wir mal. Ja, dann schauen wir mal. Genau. Ach, Herr 80er. Keine Angst, ich bin gleich wieder weg, aber wegen unserer Sponsorensuche. Ach, da schaut's bei mir im Moment gar nicht gut aus. Außerdem habe ich im Moment wirklich noch andere Probleme am Hals. Was für Probleme am Hals? Ja, also, wenn's dumm läuft, dann können's morgen im Tagblatt meine Lobeshymne auf unseren toten Sponsor lesen. Und zwar auf der Titelseite. Das ist doch super. Ja, das ist gar nicht super, Frau Hofer. Denn es deutet einiges darauf hin, dass der Klausberger in kriminelle Machenschaften verwickelt war. Okay. Unser Herr Klausberger? Unser Herr Klausberger. Das wäre natürlich schlecht. Und vor allem peinlich. Ich glaube, bei unserem eventuellen neuen Sponsor kann uns sowas nicht passieren. Ach, Sie sind windig, Mann. Wer sind der Glückliche? Also, zu 90% der Harald Nussbaumer vom Autohaus Nussbaumer. Oh, den kenne ich. Nicht ganz einfach, der Mann. Das kann ich Ihnen unterschreiben. Aber großartig, dass er sich so für unsere Musikakademie interessiert. Ich glaube, der interessiert sich eher für was anderes. Das nächste Mal treffen wir uns schon zum Abendessen. Gratuliere. Haben Sie ja offensichtlich einen nachhaltigen Eindruck auf ihn gemacht. Oh, das ist leider zu befürchten. Und Sie sind sich sicher, dass mein Mann mit unserer Falknermeisterin... Angeblich geht das schon fast ein Jahr. Und der Obmann vom Jagdverein soll sogar Augenzeuge gewesen sein. Ich kann das einfach nicht glauben. Schatz, ich kann gar nicht glauben, dass Sie gar nichts davon mitgekriegt haben. Nicht das Geringste. Ich habe ihm doch voll vertraut. Wir sind schon so lang zusammen. Aber man sagt doch, dass eine Frau das spürt, wenn der Mann ein Verhältnis hat. Und seinen Schluck. Ich bin wahrscheinlich viel zu gutgläubig gewesen. Ich hätte ihm das nie zugetraut. Und Frau Holzinger, hätten Sie es der auch nicht zutraut? Nein. Zu mir gegenüber hat sie sich, bis auf ein paar kleine Differenzen, immer sehr korrekt verhalten. Was waren das für Differenzen? Ja,
Sie hat zum Beispiel für meinen Mann Bestellungen aufgegeben und Rechnungsbelege unterschrieben. Und damit hat sie natürlich ihre Kompetenzen überschritten. Aber auf die Idee, dass zwischen denen zwei neben der Arbeit her noch was gelaufen ist, sind sie überhaupt nicht gekommen. Nein, bin ich nicht. Aber das scheinen Sie mir nicht zu glauben. Frau Glasberger, wenn Sie von dem Verhältnis gewusst haben, dann haben Sie ein Motiv. Ich habe meinen Mann geliebt. Im Brutkasten sind mindestens 40 Eier drin. Aha, bist du dir da ganz sicher? Hundertprozentig. Danke, Rudi. Gern. Sie haben mir doch erzählt, dass Ihre Brutpaare zusammen im Durchschnitt etwa 20 Eier legen. Ja, Sie haben aber gut aufgepasst. Wie kommt es denn, dass die Spurensicherung in dem Schuppen dort hinten in einem Brutkasten fast doppelt so viele Eier gefunden hat? Naja, wie soll ich das erklären? Ja, wahrscheinlich damit, dass etwa die Hälfte der Eier aus dem Ausland stammen, dass die hier illegal ausgebrütet werden. Und Sie als Falknermeisterin haben doch bestimmt davon gewusst. Sagen wir mal so, ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Ach, wieso sagen Sie mir das erst jetzt? Weil Sie mich erst jetzt danach fragen? Frau Holzinger, es geht hier um Mord. Es wird Zeit, dass Sie endlich Klartext reden. Aber was, ich weiß gar nicht, was ich Ihnen noch Großes erzählen soll. Ich habe das alles nur mitgemacht, weil mir das Verhältnis zum Johannes wichtig war. Ja, vielleicht stimmt es, vielleicht auch nicht. Vielleicht wollten Sie ja am Verkauf der ausgewachsenen Falken mitverdienen. Nein, wollte ich nicht. Ihrem Chef hat das nicht gepasst, er wollte sich von Ihnen trennen. Sie wollten das verhindern. Zack. Das ist doch alles kompletter Blödsinn. Ich sag's Ihnen jetzt noch einmal, ich habe Johannes nicht umgebracht. Hansen. Ja, schon mal ganz hinten im Schuppen gefunden. Ah, ja. Ist das die Tatwaffe? Das könnte sein. Danke, Günther. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, wer es glaubt, wird selig, Frau Holzinger. Sie kommen jetzt mit. Unser lieber Polizeihauptmeister Mo begleitet Sie. Wenn Sie bitte mitkommen möchten. Was soll denn das jetzt? Frau Falknermeisterin, gehen wir. Darüber gehen, bitte. Ihr habt doch echt einen Vogel. Anschnallen nicht vergessen. Ja, hallo, Herr 80er Hansen. Ja, die Hausdurchsuchung haben wir schon abgeschlossen. Es spricht vieles dafür, dass unser Opfer einiges auf dem Kerbholz hatte. Ja, genau das habe ich befürchtet. Danke, Herr Hansen. Herein. Herr 80er. Ich habe jetzt gerade mit der Journalistin telefoniert. Ja, sehr gut. Nein, nichts ist sehr gut. Ist alles schon im Druck. Na, großartig. Das heißt also, dass es morgen erscheinen wird. Auf der Titelseite. Als Top-Aufmacher des Tages. Ja. Ja, lässt sich nicht mehr ändern. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Nein, danke. Bin wunschlos glücklich. Ja, grüß dich, Marie. Harald! Das ist ja eine Überraschung. Ja, ich weiß schon, ich hätte dich vorher anrufen sollen. Ach, das passt schon. Und schön hast du es hier. Danke. Wisst ihr nicht, wo es mir besser gefallen hat? Ich halte dich auch gar nicht lange auf, aber es gibt noch ein paar Punkte, über die wir reden müssen. Ach, gern. Willst du was trinken? Ja, gern. Und vielleicht eine kleine Brotzeit dazu? Ja. Also die Frau von unserem Toten behauptet steif und fest, dass von dem Verhältnis zwischen ihm und seiner Falknermeisterin nichts gewusst hat. Ja, im Moment spitzt sich ohnehin alles auf seine Falknermeisterin zu. Ne? Wollen Sie Kaffee? Gerne. Ja, das Gewehr haben wir bei ihr gefunden. Ja, das ist die Tatwaffe und gehört dem Toten, hat uns die KTU gerade bestätigt. Ja, aber die Holzinger, die ist doch nicht so dämlich und versteckt das Gewehr in der Falknerei. Naja, Sie meinen, der eigentliche Täter hat das Gewehr da deponiert, um den Verdacht auf Holzinger zu lenken? Ja, und wem ich sowas zutrauen darf, das war unser Obertierschützer, der Krenner. Wenn ihr gerade vom Herrn Hund und Katz redet, von dem haben die Kollegen gerade das Alibi bestätigt. Ach, dann fällt der Tierschützer als Täter aus. Danke. So, Dalla.
Hey, das ist jetzt natürlich vom Feinsten. Ich hoffe, es schmeckt auch. Ja, eigentlich wäre es ja mir gewesen, dich einzuladen. Ach, das läuft uns ja nicht davon. Du wolltest doch was besprechen. Ja, aber das sind ja nur Kleinigkeiten. Jetzt wird ja kein Problem sein, auf den Einsatzkarten und in den Programmheften für mein Autohaus zu werden. Na, überhaupt nicht. Du sollst ja auch was davon haben. Frei. Ja, und zweitens wäre ich bei den Konzerten und Veranstaltungen auch gern dabei. Ja, freilich. Darum sitzt du dann als Ehrengast immer in der ersten Reihe. Ja, hoffentlich gleich neben dir. Mal schauen, was sich machen lässt. Und hin und wieder braucht es sicherlich auch Besprechungen zu zweit. Ja, freilich, wenn gerade ein Thema ansteht. Ja, und falls nicht, kann man ja die Beziehung pflegen. Zum Reden finden wir sicher was. Naja, dann ist ja das Wichtigste geklärt. Das heißt, du hast dich schon entschieden? Naja, gleich nach unserem ersten Treffen. So gut wie mit dir habe ich mich schon lange nicht mehr unterhalten. Aber in erster Linie geht es natürlich um die Musikakademie, gell? Ja, schon, aber für mich hängt das alles zusammen. Du kannst dem Vorsitzenden der Musikakademie mitteilen, dass ihr einen neuen Sponsor habt. Super, ich freue mich riesig. Und ich freue mich noch viel mehr. Prost. Ja, das riecht dich gerne aus. Da hört er sich freuen. Danke. Wiederhören. Ja? Guten Morgen, Frau Stockel. Herr 80er. Das ist das Rosenheimer Tagblattschütter. Ja, ist. Und der Rosenheimer Schwimmeuropameister hat so viel Wind gemacht, dass er quasi den Vorzug bekommen hat. Ja, das ist ja hervorragend. Und somit ist Ihr Nachruf vom Tisch. Ach, das ist mal eine wirklich gute Nachricht. Schönen Tag noch. Ja, Ihnen auch. Ich habe die Zeitung von vorn bis hinten durchgelesen, aber Ihr Interview habe ich nirgendwo gefunden. Tja, dank dem Rosenheimer Schwimmass ist der Artikel auch gar nicht erst erschienen. Glück gehabt. Mhm. Und ich habe noch eine gute Nachricht. Sagen Sie bloß, Sie haben den Herrn Nussbaumer mit ins Boot geholt. Genau so ist es. Hat sich Ihr Einsatz ja richtig gelohnt. Sensationell. Wir könnten das gleich heute Vormittag besiegeln. Beim Herrn Nussbaumer geht sich's aus. Ja, ist ja perfekt. Bei mir auch. Ja. Dann bis nachher. Ja, bis gleich. Schönen guten Morgen, Frau Doktor. Guten Morgen, die Herren. Ja, guten Morgen. Haben wir schon was Neues? Ja und nein. Mein erster Eindruck hat sich bestätigt, das Opfer wurde mit einem Jagdgewehr erschossen. Der Mann hatte keinerlei Überlebenschance. Ja, aber das ist noch nicht alles, hm? Stimmt. Ich habe die Eintrittstiefe an die KTU weitergegeben und die hat herausgefunden, dass der Schuss aus einer Entfernung von 50 bis 60 Metern abgegeben wurde. Ah ja. Gut, dann soll die Spurensicherung den Tatort noch mal in diesem Umkreis untersuchen. Hm? Sie sind hoffentlich nicht ungehalten, dass ich das schon veranlasst habe. Die Kollegen sind etwa schon vor Ort. Mhm, und liefern hoffentlich bald erste Ergebnisse. So, drei Gläser Champagner. Danke. Sehr danke. Zum Wohle. Vielen Dank. Ist vielleicht ein bisschen früh für Alkohol. Naja, auf so einen Anlass muss man schon anstoßen. Finde ich auch. Also gut. Ja, dann darf ich Sie im Namen der Musikakademie recht herzlich im Kreis unserer Sponsoren willkommen heißen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir Sie gewinnen konnten, Herr Nussbaumer. Durchaus. Na, die Marie, also Frau Hofer, war wirklich unglaublich überzeugend. Und ich bin sehr gerne dabei. Bitte. Danke. Ja, dann auf gute Zusammenarbeit. Und auf wunderbare musikalische Eindrücke und Momente. Die ich sicherlich sehr genießen werde. Prost. Prost. Ja, ist recht. Ich geb's weiter, gell? Servus. Grüß dich, Doktor. Grüß euch. Ah, frischer Kaffee. Ja, aber vorher soll ich euch von der Spusi ausrichten, dass die Patronenhülse gefunden haben. Ah, da, wo geschossen worden ist. Ganz genau. Und das soll ich euch auch geben. Das können die Kollegen beim ersten Mal doch unmöglich übersehen haben. Ja, sie haben gemeint, das war ziemlich gut im Laub versteckt. Also wenn der eine unsere Falkenmeisterin kehrt, dann wäre das der nächste überdeutliche Hinweis, dass sie ihren Chef ermordet hat. Und die Holzinger ist doch nicht so dämlich, dass sie den Handschuh und die Hülse auch noch am Tatort lässt. Na ja. Zucker? Aha, ja, freilich haben sie mir geholfen sogar. Sehr, Ende, danke. Das war der Handymensch von der Frau vom Opfer. Die Frau Klausberger hat ihre Telefonate zur Tatzeit definitiv nicht in ihrem Büro geführt.
Wo dann? Im dunklen Wald. In der Nähe von Tatort. Herr Klausberger, bitte. Sie haben uns angelogen. Und zwar gleich mehrfach. Und dann wollten Sie den Mord an Ihrem Mann und der Frau Holzinger in die Schuhe schieben? Wir können beweisen, dass Sie zur Tatzeit am Tatort waren. Das kann man orten. Funkpeilung auf den Meter genau. Am Falknerhandschuh von der Frau Holzinger haben wir Hautpartikel gefunden, die ganz sicher von Ihnen stammen. Herr Klausberger, Sie haben Ihren Mann erschossen, haben dann den Falknerhandschuh von der Frau Holzinger am Tatort platziert und das Gewehr, mit dem Sie die Tat begangen haben, in einem Schuppen in der Falknerei versteckt. Das hat keinen Sinn mehr. Es ist vorbei. Für mich war es schon vorbei, als ich von diesem Verhältnis erfahren habe. Und dass mein Mann mich um alles, wirklich alles betrügen wollte. Wegen dieser gierigen und miesen Schlampe. Und dafür wollten Sie beide bezahlen lassen? Ja, das wäre der Plan gewesen. Frau Klausberger, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Ihren Mann Johannes Klausberger ermordet zu haben. Bitte. Frau Klausberger, wie Sie bitte mit der Kollegin mitgehen möchten. War doch im Prinzip ganz einfach. Sie haben einen Vogel,